Wer die Witterung hat und ein gutes Auge dazu, der kann im Spülsaum am Strand fündig werden. Noch immer belohnt das Meer den, der seine Reichtümer zu schätzen weiß. Im Winter schiebt der Postler Friedrich Siebern seinen ruhigen Dienst. Die 700 Bewohner der ostfriesischen Insel Spiekeroog sind rasch versorgt. Die Post ist am Morgen mit dem Frachtschiff vom Festland gekommen und wird nun mit einer Elektrokarre ausgefahren. Verbrennungsmotoren sind auf der Insel verboten. Zivilisatorische Hast hat es auf Spiekeroog offenbar nie gegeben. Lange blieb die Insel im Windschatten ihrer berühmten Schwestern Norderney, Baltrum, Jüst. Und bis heute haben sich die Ratsherren dem ganz großen Geschäft mit dem Fremdenverkehr widersetzt. Der Gemeindedirektor schreibt in seinem Dorfentwicklungsplan: Die Verkehrsprobleme Spiekeroogs sind gelöst. Dem Fußgänger ist Vorrang eingeräumt. Jeder Baum auf Gemeindegebiet ist im Grundbuch eingetragen. Die Bauordnung erlaubt nur noch 2 Geschosse. Trotzdem leben die Insulaner heute ausschließlich vom Fremdenverkehr. Die Bäckerei ist der letzte Handwerksbetrieb. Seemannsgräber neben der alten Inselkirche. Auch heute trifft Friedrich Sieberns einige Adressaten nicht an. Viele Insulaner verbringen die feriengastfreie Zeit in wärmeren Gegenden. Haben Sie hier eine feste Tour auf der Insel? Ja, das ist erstmal Osterloch und dann Westerloch. Osterloch geht ungefähr bis zur Hermann-Lied-Schule und Osterloch ist bis Café Westend, Laramie. Das wäre die Tour dann insgesamt. Dauert ungefähr 3,5 bis 4 Stunden im Sommer und im Winter ist entsprechend etwas kürzer. Im Nordwestzipfel der Insel steht das Gasthaus von Eddie Laramie. Wie nahezu alle Wirtschaften hat auch Eddie über den Winter zu. Ostern, wenn die ersten Urlauber kommen, will er den Betrieb wieder aufnehmen. Zurzeit repariert Eddie Winterschäden. Sonst würde er sich nur langweilen, sagt er. Und was ist denn hier so los im Winter? Im Winter ist hier nicht viel los. Was hier los ist, meistens nur Reparaturarbeiten oder Faulenzen. Und wenn man hier einer wäre, dass man jeden Tag einen trinken würde, könnte man ins Dorf gehen, jeden Tag rumsaufen. Woher kommt denn die viele Trinkerei? Ja, ich möchte sagen, der größte Teil ist die Angewohnheit. Vielleicht aus Langeweile. Und so haben sie Großväter gemacht, dann machen sie Väter und die Söhne machen das auch so, nicht? Ist so, nicht? Im Februar gibt es auf Spiekeroog ein sportliches Ereignis, das seinen Anfang vor dem Hotel Linde nimmt. Vergangenes Jahr haben wir mit Becken Pech gegen Jahr verloren. Wir führen somit nach allen Traditionen rot und sind nach dem 21.02.1988 vormittags mit 2 Gruppen aufheben an den Strand gegen uns zu schmieden.
Der Schlachtermeister Otto Jansen liest die Herausforderung vor. Denn er und seine Mann waren im letzten Winter siegreich und werden nun von den Verlierern aufgefordert, ihre Kräfte beim Klotschießen erneut unter Beweis zu stellen. Und das ist das Sportgerät, eine bleigefüllte Holzkugel. Und Sani? LHP, Lottem Pulter, duckt die Halsgard, guckt den Schuh, vorhin gern ist düster. Auf eure Niederlage. Oh, sehr schön, ja. Am Sonntagmorgen bleibt das Werben des Glöckners vergebliche Liebesmüh. Denn heute ist der Tag des Spieker-Oger-Klotschießervereins. In aller Herrgottsfrühe marschiert die Männerwelt zum winterlich blank gefegten Nordstrand, um dort beim Weitwurf die Kräfte zu messen. Thomas, Gerdi. Ja, ja. Für Notfälle ist gesorgt. Eine Mannschaft sind die Osterloger, die Bewohner des Ostteils der Insel. Die anderen sind demzufolge die Westerloger. Ein Pfund wiegt so ein Ding und hat schon manchem Insulaner das Schultergelenk ausgekugelt. Am Rande des Ereignisses fällt uns ein im Wasser kauernder Seevogel auf. Eine Trottelumme, die offenbar bewegungsunfähig ist. Schulmeister Meppe Popkin beim Wurf. Ja! 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 Uli Bauer, ehemals Bürgermeister auf Spiekeroog, beim Wurf. Es wird ausgezählt, wie viele Schritte jede Mannschaft über die Ziellinie hinausgeworfen hat. Sauer! Wieder einmal haben die Osterloger gewonnen. Wuddel freut sich. Der Sieg wird beim traditionellen Teeabend zünftig begossen werden. Auch Uli Bauer hat den lahmen Vogel entdeckt. Er kennt das Problem zur Genüge. Auf offener See lassen viele Schiffe ihr verbrauchtes Maschinenöl ab. Seevögel setzen sich auf die wärmenden Öllachen, verkleben sich das Gefieder und krepieren elend. Was hat der? Der ist verölt. Und diese vermeintlich geringe Menge an Öl, die ist für ihn schon tödlich. Und das, was wir eigentlich so als Schäden gar nicht hier so in der Nordsee entdecken, das ist draußen, was abgelassen wird durch das Bilgenwasser, eigentlich der größte Ölverschmutzer und durch eben die Bohrungen hier drin. Und wenn wir hier sehen, dass wir hier am Strand einen Vogel haben, dann sagt man, naja, das ist wenig, weil wenn wir hier rauf und ablaufen, sieht man sehr wenig. Aber man muss die tatsächliche Ausfallquote, wenn wir das hier pro, sagen wir, Kilometer nehmen, dass wir am Kilometer einen einzigen verölten Vogel finden, dann ist das in der Realität so, dass man den mit 100 Mal nimmt, um die tatsächliche Ausmaße der Verölung bei den Vögeln zu sehen. Denn der geringste Teil kommt hier an, der größte Teil ist schon draußen dann verendet. Aber das allerschlimmste Problem ist dieses, der Vogel versucht ja jetzt, sich permanent zu putzen. Und was dabei passiert, er frisst das Öl in sich hinein. Und das ist das eigentliche Problem. Wenn ich ihn auch nachher jetzt gereinigt habe, dann heißt das noch lange nicht, dass er überlebt, weil einfach der von innen zerfressen ist. Mach Knöpfchen auf. So, ist schön. So, nun machst du mal ganz toll auf das Mündchen. Wollen wir da mal hineinschauen? Sag's mal A. A. Ja, da ist nichts. Essen tut sie. Auf Spiekeroog ist der Inseldoktor rasch zur Stelle. Die fünfjährige Julia Bauer hustet erbärmlich und die Eltern sorgen sich. Also über der rechten Lunge, da haben wir ganz leichte Geräusche, aber kein Blubbern wie bei einer Lungenentzündung. Ne? Tüchtig, Julia. Ganz tüchtig. So, noch mal hier vorne noch mal horchen. Noch mal ganz toll. Kannst du noch? Kannst du noch? Ja, kannst du noch, ne? So, ist gut.
Ja, okay. Na, Kloppen, Julia, kennst du ja auch. Das Röntgengerät ist derzeit kaputt und Dr. Kröger empfiehlt der Mutter, das Rettungsschiff vom Festland kommen zu lassen, um mit Julia ins Kinderkrankenhaus zu fahren. Siehst du wohl, dann haben wir es geschafft, ne? Okay? Ja. Ja, gut. Kannst du schön. Ja. Tja, überlege du. Zur Sicherheit kann man mit ihr rüber fest, lässt mal eine Aufnahme machen, ne? Also absichern nicht, damit man ausschließt, dass eine Pneumonie ist. Mach aber Folgendes. Dann rufe ich jetzt ein Rettungsboot an. Schicke dir einen Krankenwagen her. Und würde ich doch empfehlen, dass du eben mal in die Kinderklinik Wilhelmshaven fährst. Das ist am besten. Das mache ich gleich. Oder fährst du mit Mund vorbei und lässt es da machen. Die beiden Möglichkeiten haben wir. Kinderklinik wäre vielleicht noch am besten, falls sie da bleiben müsste, falls dann ein Herdbefund ist. Nicht? Du nicht noch eine Lungenentzündung kriegst, nicht, Süße? Ja. Am nächsten Morgen fahren wir mit Uli Bauer durchs Wattenmeer in Richtung Langeoog. Vor der Ostspitze der Nachbarinsel liegt eine Sandbank, die bei Niedrigwasserseehunden als Ruheplatz dient. 38, 39, 40. 42, 43, 44, 45. Der 45. Hund hat eine große Wunde unterm Bauch. 46, Seit 1973 ist die Jagd auf Robben in der deutschen Bucht rigoros untersagt. Doch weiterhin nimmt die Jägerschaft ihre Hegeverpflichtung ernst, zählt die Tiere und beobachtet ihren Gesundheitszustand. Es zeigt sich sehr deutlich, dass die Krankheitsbilder bei den Seehunden sehr stark zugenommen haben und ganz neue Krankheitsbilder aufgetaucht sind, die schlicht und einfach von uns Menschen verursacht sind durch das, was nämlich achtlos einfach ins Meer gekippt wird. Das sollte man auch mal sehr deutlich sagen, dass es wirklich schlimm ist, was hier geschieht, indem man einfach so eine große Wasserfläche überhaupt ist, die Weltmeere betrachtet als Entsorgungsfläche. Und das ist von einer solchen gnadenlosen Dummheit, denn das wird sehr schnell zurückschlagen. Und wir erleben das ja gerade in diesen Bereichen in der Nordsee, dass hier Dinge ablaufen, die die Dimension des Waldsterbens haben, was man schon lange prognostizieren konnte, was von vielen auch schon gesagt wurde. Aber heute fängt es an, sich deutlich zu zeigen. Und wenn wir Krankheitsbilder bei diesen Seehunden sehen, die man früher nicht kannte, ist das einfach ein Beweis, dass das so abläuft. Und hier darf man sich keinem Irrtum hingeben, dass man sagt, der Bestand ist jetzt gesichert, was in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, wenn nicht jetzt ganz massiv etwas geschieht an Schutzmaßnahmen für die Nordsee, dann werden wir das gerade den Seehunden am ehesten merken als Indikatoren für den Zustand der Seehunde, der Nordsee, weil die am Ende der Nahrungskette sind. Und von Fressstufe zu Fressstufe wird die Schadstoffkonzentration zunehmen. Und der Seehund am Ende der Nahrungskette wird natürlich der sein, der die höchste Belastung hat und am ehesten daran eingeht. Eine düstere Prognose für die possierlichen Bewohner des Wattenmeeres. Sie wird sich im Laufe des Jahres tödlich bewahrheiten. Die Sandbank geht jetzt allmählich unter Wasser, weil das Wasser sehr stark steigt. Und die Seehunde, die dort vorne liegen, sind immer noch mit ihren Bäuchern auf dem Grund, aber zeigen den Schwanz hoch und das Köpfchen. Das sieht ganz putzig aus. Mit den Dingen ist man groß geworden und irgendwie verteidigt man das, was man kennt und was zu einem gehört. Das ist das Zuhause. Das Zuhause ist ja weitergehend als nur dieser räumliche Begriff. Von hier auf der Insel leben oder in der Nordsee leben, sondern die Dinge gehören zu einem. Jedes Wetterereignis, das berührt einen unmittelbar. Unmittelbar in der Wirkung, wenn ich zum Beispiel sehe, wie die Scheibe hier beim Sturm sich nach innen biegt, dass man ein Stück davon weggeht, weil man Angst hat, dass sie einem ins Gesicht platzt. Aber auch wenn schönes Wetter ist, dass man es ja ganz anders erfährt. Oder wenn Schnee ist zum Beispiel. Ganz simple Sache, dass man hier Schnee erlebt, der nach 14 Tagen auf der Straße noch liegt und weiß ist und weiß bleibt. Seit die Affen das Denken erlernten und fortan als Menschen den Erdkreis bevölkerten, hat sie das Meer mit einer elementaren Kraft herausgefordert. Das Meer ernährt uns, es spendet die Luft zum Atmen. Der Ozean, so sagt man, ist die Wiege allen Lebens. Heute benutzen wir Menschen die Weltmeere hemmungslos als Müllkippe.
Jahr für Jahr gelangen unvorstellbare Mengen an Schadstoffen in die Ozeane. In der deutschen Bucht haben wenige Jahre ausgereicht, um das Naturwunder Nordsee in ein Krisengebiet zu verwandeln. Die Bewohner Spiekeroogs sind der Meeresverschmutzung ausgeliefert wie einer Naturgewalt. Sie können ihre Insel als Lebensraum erhalten, aber was draußen passiert, dagegen sind sie machtlos. Als wir im Mai zur Vogelbrutzeit wieder nach Spiekeroog kommen, finden wir gleich beim ersten Spaziergang einen toten Seehund. Ja, das scheint ein alter Rüde zu sein. Der ist aber schon sehr lange tot. Der hat schon gar kein Fell mehr drauf. Aber woran er kaputt gegangen ist, das lässt sich so nicht sagen. Dann müsste er eigentlich tatsächlich in die Aufzuchtstation und obduziert werden. Aber der ist überhaupt nicht mehr transportfähig. Hier geht es jetzt nur noch darum, ihn den Kadaver wegzubringen. Er hat so keine Verletzung. Wenn hier zum Beispiel jetzt Löcher drin sind, dann würde man sehr schnell darauf schließen, dass da einer drauf geschossen hat. Das ist aber nicht der Fall. Wenn er hier so lange liegt, dann verrottet er und dann kommen überall in die Haut dann diese Löcher herein. Man sieht auch die Augen, das ist alles schon ausgehackt frühzeitig. Der treibt schon garantiert 4 Wochen in der Nordsee rum. Aber so übermäßig alt ist er nicht, dass man zumindest sagen kann, er ist kein Tier, welches eigentlich am Ende des Alters wäre. Denn dann wäre er noch erheblich kräftiger gewesen. Und solche Hunde können eigentlich immerhin 35 Jahre alt werden. Der Sommer 88 wird für die Seehunde zu einer Katastrophe. Von den etwa 10.000 Robben, die es im Frühjahr in der deutschen Bucht gab, leben im Herbst noch knapp 3.000. Nach einer Virusinfektion sterben die Tiere an Lungenentzündung. Eine verlässliche Diagnose gibt es nicht. Zweifellos aber hat die hohe Schadstoffbelastung der Nordsee die Ausbreitung der Seuche gefördert. Im Mai beginnt in Spiekeroog die Saison und mit ihr die Schwierigkeit, die Gäste aus den Brutgebieten fernzuhalten. Zwergseeschwalben bevorzugen Muschelflächen für ihre Gelege. Und die gibt es natürlich auch außerhalb der Schutzzonen. Hier sieht man ein Zwergseeschwalbengelege, welches außerhalb dieses eingezäunten Brutgebietes ist. Einfach hier in diese Muschelflächen hereingelegt, einfach eine Nestmulde. Und wenn man hier diese Umfläche anschaut, dann wird man dahinter kommen, dass so ein ganz kleines Gebiet extrem wichtig ist als Brutbiotop. Nur dann hat man wieder, kommt in die Konfliktsituation, man muss dieses sofort wieder absperren. Und dann kommt dieser Wunsch von den Gästen, doch an die Muscheln herangehen zu wollen. Nur eben, es ist dieser Brutbiotop. Und es sind nur diese weißen Flächen. Und diese ganze kleine weiße Fläche, die wir haben, da sitzen etwa, wie wir gesehen haben, 20 Pärchen drin, was ja immerhin schon eine außerordentlich große Konzentration zeigt. Bedroht werden die Gelege von Seeschwalben, Sandregenpfeifern, Rotschenkeln und anderen seltenen Zugvögeln auch von ihren größeren Artgenossen, den Möwen. Möwen, die in den letzten Jahren unverhältnismäßig zugenommen haben. Die Jäger auf Spiekeroog dürfen die Brutgebiete betreten und versuchen mit dem Ausnehmen der Nester eine Art Geburtenkontrolle. Ein mühseliges Unterfangen. Möwen legen während einer Brutzeit bis zu 7-mal nach. Die Schwierigkeit übrigens, so etwas richtig zu machen, kann man hier sehr schön demonstrieren. Hier ist wieder ein Lachmöwengelege. Aber einer der Vögel, die dazwischen gehen, ist der Auslandfischer. Und hier hat man, das ist nice, kein Auslandfischer, das ist ein Seeschwalbengelege. Eine, die sich dazwischen gewagt hat. Aber man sieht, die Eier sind außerordentlich ähnlich, sodass hier wirklich nur Leute herein dürfen, die es wirklich können. Mit 3 Jahren kam Uli Bauer nach Spiekeroog. Sein Vater war hier Inselarzt. Seit frühester Kindheit ist ihm, wie den meisten Insulanern, das Leben mit der Natur und ihre Gleichwertigkeit zur menschlichen Existenz ganz selbstverständlich geworden. Nach Studium und Aufenthalten in der Dritten Welt kehrte er vor 10 Jahren wieder nach Spiekeroog zurück. Er lebt von seinem Wissen über unsere natürliche Umwelt. Seine Wattwanderungen sind begehrte Lernstunden bei den Besuchern der Insel. Möweneier sind eine Delikatesse.
Uli Bauer prüft, ob sie noch genießbar sind. Hier, dieses Ei fängt an, ein bisschen sich aufzustellen. Das ist also schon nicht mehr verwertbar. Das sieht man hier ganz deutlich, das schwimmt oben auf. Das ist so sehr stark angebrütet. Das stellt sich auch auf. Das ist ebenso angebrütet. Diese drei Eier sind angebrütet. Aber das, was hier oben mit der Kappe rausguckt, eben am weitesten schon fortgeschritten. Dieser Sommer bringt Spiekeroog ein unerwartetes Geschenk. Eine große Zeitschrift kürt die Insel zum erholsamsten Ferienort der Bundesrepublik. Das Konzept der Spiekeroger, Wohlfühlen im Urlaub an die Begegnung mit einem sorgsam erhaltenen Lebensraum zu koppeln, trägt Früchte. Ein paar Abbestellungen hatte es gegeben nach den unaufhörlichen Meldungen über Algenpest und Robbensterben. Aber der Ansturm auf gute Luft und Badefreuden bleibt ungebrochen. Dann machen wir weiter. Auf seinen Wattwanderungen stellt Uli Bauer den Feriengästen Salzwiesen und Wattenmeer als einzigartigen Lebensraum vor. Was da unter den Füßen quietscht und gluckst, ist so bioaktiv wie ein tropischer Regenwald. Das niedersächsische Wattenmeer wurde vor 2 Jahren zum Nationalpark erklärt. Mit seiner Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen ist es einmalig auf der Welt. Dabei wirkt die Landschaft zunächst eher öde und leblos. Wir sind hier auf einer Sandfläche. Das ist, muss ich sagen, eine künstliche Situation im Watt, denn wer würde hier oben unter den Kanten diesen Sand vermuten? Das liegt daran, ich habe das schon angedeutet, dass wir den Kanal gelegentlich freimachen müssen, um den Schiffsverkehr sichern zu können. Und die Massen werden hier aufgespült. Und der Sand liegt jetzt hier vor uns und man entdeckt eigentlich gar nichts und vermutet auch nichts. Nur wer genau hinschaut, der wird eine unglaubliche Fülle von so ganz winzigen Häufchen hier sehen, die wiederum verraten, dass hier doch etwas in dem Boden ist. Und das ist das, was man einfach immer wiederholen muss. Man geht ins Watt und entdeckt nichts und ahnt auch nichts, aber darunter findet sehr viel statt. Wenn ich nämlich jetzt hier hereingehe, dann wird etwas Verblüffendes zu sehen sein, dass diese Fläche nämlich, die hier so frisch aufgespült ist, inzwischen schon wieder besiedelt worden ist, und zwar in einer ungeheuren Dichte. Wenn ich dann nämlich reingehe und buddel, ich kann das an anderer Stelle gleich noch wiederholen, damit Sie es alle sehen können, und das aufbreche, dann wird man nämlich sehen, dass überall an den Bruchkanten Linien zu finden sind. Und zwar ganz dicht und willkürlich, wie sie gekommen sind. Man sieht eine so graubraune Färbung, die bis in eine Tiefe hereingeht, etwa bei 4 cm. Das signalisiert eins, dass nämlich nur in diesem Oberflächenbereich von 4 cm Sauerstoff ist. Und der Sauerstoff kommt deswegen rein, weil die Tiere da drin sitzen. Sie machen nämlich Höhlungen, dadurch kann die Luft eindringen und durchflutet das. In dieser blaufarbenen Zone, und besonders in diesen dunkelfarbenen Zonen, ist überhaupt kein Sauerstoff zu finden. Das sind anaerobe Bereiche, wo nur einige Bakterien leben können. Aber größere Tiere überhaupt nicht drin zu finden sind. Da würden sie kaputt gehen. Das heißt, das Leben findet nur in einem ganz schmalen Horizont in diesem Wattenboden statt. Nochmal gucken. Ja.
dass Sand nicht nur gut ist für Autobahnbrücken und Betonpisten, sondern zunächst einmal ein Baustoff der Natur ist, die Menschen unserer technologischen Hochkultur registrieren es mit Staunen. Bevor nämlich der Mensch große Kläranlagen baute, hat die Natur es ihm längst vorgemacht. Unzählige Muscheln, Krebse, Würmer, Algen im Watt reinigen Luft und Wasser, nicht zuletzt auch zum Fortbestand der Gattung Mensch. Ihnen wird das ja aufgefallen sein beim Durchwandern des Wattes, dass so eine merkwürdige Braunfärbung am Boden zu sehen ist, wie wir das auch hier vor uns haben. Braunfärbung, die übrigens am besten zu sehen ist, wenn wir mit der Sonne gucken, wenn wir die Sonne also im Nacken haben. Es sind dies nämlich Kieselalgen, Diatomen. Eine Station gilt der gefährlichen Zunahme von Algen. Verursacher sind vor allem Wasch- und Putzmittel, die zur Überdüngung der Meere beitragen. Denn in dem Moment, wo die Algen so stark zunehmen, wird ja auch gleichzeitig das Wasser trübe, sodass das Sonnenlicht nicht mehr durch das Wasser kommen kann und alle Algen, die etwas drunter sind, absterben. Und dabei entziehen sie natürlich dem Wasser allen freien Sauerstoff, den sie kriegen können, mit der Folge, dass auch die Fische dabei draufgehen oder alle anderen Nachbarlebewesen auch. Und das ist das, was eben bitter zu beklagen ist, dass zunehmend, gerade in heißen Sommern, richtige Sauerstofflöcher in der Nordsee auftauchen, womit man vorneweg überhaupt nicht gerechnet hat. Hier ist also wirklich ganz konsequent darauf hinzuweisen, dass man nicht einfach so sagt, das ist so eine sekundäre Umweltverschmutzung, sondern der Nährstoffeintrag in die Meere hat ganz fatale Konsequenzen. Die Tatsachen sind so einfach wie unbequem. Jede Achtlosigkeit hat Folgen für das Ökosystem. Wir haben uns angewöhnt, nicht weiter daran zu denken. Letztes Vorzeigestück, der Pierwurm. Er futtert ein Leben lang Sand und reinigt so das Wattenmeer. Bitte Halbkreis, damit wir den Blick hier alle... Nee, das ist ein anderer Wurm. Da unten ist auch noch einer drin. Ja, hier, da können wir sie mal hernehmen. Das sind etwas größere Exemplare. Ich will sie mal putzen. Hier kommt noch mal drei. Hier sieht man diese Scharfkantigkeit. Hier sieht man seine Stulpschnauze dazwischen. Sehen Sie es? Ja. Und hier unten drunter sieht man diese Kiemenbüschel. Diese paarige Anordnung von den Kiemenbüscheln. Da sieht man das sehr schön, wie es nach außen fährt. Er versucht nämlich jetzt zu verschwinden. Und hier sind die Kiemen zu sehen. Er dreht sich jetzt gerade um. Das will er nicht haben. Okay. Auch wenn dem Betrachter dieser Wurm nicht gerade als Krone der Schöpfung vorkommt, zum Ökosystem Watt leistet er seinen Beitrag wie jedes andere Lebewesen. Tags darauf beobachten Feriengäste einen jungen Seehund am Strand. Er ist offensichtlich zu schwach, das offene Meer zu erreichen. Die Neugier ist groß, einmal selbst mitzuerleben, wovon die Presse täglich berichtet. Und wenn der am Anleger ist, das Muttertier wäre... Bernhard Struck und Uli Bauer wurden über das Nottelefon verständigt und überlegen nun, was zu tun ist. Also ich habe seit etwa anderthalb Stunden lag der schon hier rum. Und ja, aber der sollte normalerweise erstmal ganz in Ruhe gelassen werden. Vielleicht ist die Mutter hier draußen irgendwo am Fischen und holt ihn nachher trotzdem wieder ab. Nicht? Das ist ja immer das Schlimme. Die See- und Aufzugsstation, die haben wenige Heuler, die auf natürlichem Wege Heuler geworden sind. Die meisten sind Heuler geworden, weil die gleich rangehen und müssen dann ganz nah fotografieren. So wie wir letztens einen hatten, der lag, da lagen sie mit 20 Mann rum mit dem Fotoapparat auf einen Meter dran. Heuler nennt man ein Seehundbaby, das von seiner Mutter verlassen wurde, sich selbst noch nicht ernähren kann und aus Hunger schreit. Der liegt auf der Seite. Das wird wahrscheinlich die Nabelreute mal wieder sein. Nicht? Wenn es sich herausstellt, dass er gesund ist, wäre es töricht, ihn in die Aufzugsstation zu bringen, weil er einmal ein Teil der Natur ist. Und wenn er es selber schafft, ist das ja sehr viel besser, wenn das hier geschieht. Und wir liefen ja auch Gefahr, jetzt auf künstliche Weise einen Heuler hier zu produzieren, nur weil wir ihn dorthin bringen. Der Hund versucht, durch einen Priel zu entkommen. In der Nacht wird das Tier tot angespült.
der Kadaver schon im Morgengrauen aufs Festland geschafft. Auch die Spiekeroger mögen keine Fernsehkamera, wo die Natur ihre Not so unmittelbar offenbart. Eingefangene Heuler werden in Aufzuchtstationen, in denen sie sich rasch an die Menschen gewöhnen, hochgepäppelt. Die Jägerschaften haben solche Aufzuchtstationen, wie diese hier im Norden, in Eigenleistung eingerichtet. Wer schon ordentlich schlucken kann, bekommt Hering. Aber welch ein hoffnungsloses Unternehmen. Sobald die Tiere sich allein ernähren können, werden sie in der Nordsee ausgesetzt. Dort infizieren sie sich und gehen zugrunde. Den ganz Kleinen wird Haferschleim eingetrichtert. 2 Wochen, nachdem wir diese Aufnahmen machten, befällt die Robbenseuche auch diese Station. Bittere Ironie unserer Tage. Das Tier braucht längst des Menschen schützende Hand. Aber offenbar kann sie nur noch Symptome kurieren. Im ungleichen Kampf um ihr Dasein hat die Natur nur eine Chance, was ihr Anblick in uns zum Sprechen bringt. Im November kommen wir nochmal nach Spiekeroog. Der Winter hat schon zugefasst. Wetter haben wir ja, oder? Am Ende der Saison gehen die Spiekeroger auf Jagd. Die Schon- und Hegezeit ist für 2 Tage aufgehoben. Zahlreiche Jagdgäste sind vom Festland angereist. Zuerst, wa? Nee, immer den Kopf nach vorne. So. Und da ist noch. Die selbe Stunde, ne? Ja. Nee. Noch 3 Stück noch. Der ist gerade gebadet. Ich hier. Wohl. Es ist 2-mal hier jetzt passiert, dass dagegen verstoßen ist. Die beiden, die das gemacht haben, die müssen sich freiwillig melden. Ja. Großes Palaver. Bürgermeister Wiedhorn hat beobachtet, dass einer der Jäger nach hinten geschossen hat, in die Treiberkette hinein. Das ist lebensgefährlich und kostet ein paar Mark Jagdstrafe. Das war ja richtig. Das war ja so sehr. Uli sagte, ich hätte nach hinten geschossen, da wäre noch nicht geblasen. Ich sage, er hat geblasen. Nee, ich sage, er hat sich freiwillig melden. Ja, pass auf. Und am selben Abend werden die noch warmen Tiere für ihre weitere Bestimmung zugerichtet.
Ja, wenn es schüffelt oder was, wenn es schüffelt. Was? Ich muss nicht sein, das Bild. Ja. Du hast doch nichts geklaut. Bist du doch für sein? Hast du nichts geklaut? Er hat ja nichts geklaut hier. Ich kann mal sagen, jetzt die letzten 4 Euro. Stopp ist das! Im Winter ist die alte Inselkirche bis auf den letzten Platz besetzt. Für die Inselbewohner beginnt nun die Zeit des Gemeindelebens, das im Trubel der Sommergäste völlig zum Erliegen kommt. Heute ist Taufe der kleinen Katharina Buss. Wenn ihr bereit seid, eurem Kind gütige Eltern zu sein, es im Geist des Evangeliums zu erziehen und ihm die Liebe auch dann zu bewahren, wenn es euch Sorge und Enttäuschung bereitet, so antwortet ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Katharina Ruth Buss, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja. Jetzt trockne ich das schon mal ab. Auf die Spundwand im Nordwesten der Insel haben Feriengäste gesprüht. Sagt euren Enkeln, es war einmal schön hier, die Nordsee. Eddie sucht sich vor anderen Attacken des Meeres zu schützen. Immer wieder haben winterliche Sturmfluten ihm seinen Betrieb unter Wasser gesetzt. Dieses Jahr baut er vor. Das Inventar wird unter die Decke gesetzt. Dann will er die Insel bis zum Frühjahr verlassen. So, ganz hoch. Wenn ich dann wiederkomme, dann gehe ich bei, schrub die Wände erstmal mit Süßwasser ab, wird abgespritzt und abgewaschen. Und hinterher reibe ich die dann mit Essig ein, die ganzen Wände, soweit sie im Wasser drin waren. Dann habe ich innerhalb von 2-3 Tagen hier wieder einen angenehmen, frischen Geruch. Und der Gestank von der Nordsee, der Gubelgestank und was alles drum und dran hier mit reinschwimmt, ist dann im Geruch raus. Und ich habe die Bude wieder sauber, stelle alles hin. Und dann fange ich wieder eine Woche vor Ostern an zu arbeiten. Im Spülsaum am Strand wird angeschwemmt, was wir Menschen des Überflusses nicht mehr brauchen oder für verzichtbar halten. Solche Plastikbahnen wie diese, die werden jetzt irgendwie vom Festland gekommen sein, aus landwirtschaftlichen Betrieben heraus. Man sieht aber alle Flaschen auch, die aus den Haushalten kommen. Und da sieht man eigentlich diese unglaubliche Arglosigkeit, mit der Leute etwas tun. Aber das ist etwas, wogegen wir uns nicht wehren können. Und hier muss man auch ganz deutlich sagen, jeder ist daran beteiligt. Und es ist immer wieder, dass man darauf hinweisen muss, dass dieser Krempel über die Flussmündung herangekarrt wird, draußen vom Großschifffahrtsweg kommt. Und wie arglos damit verfahren wird, dass jeder, der irgendwie auf den Meldwerden herumschippert, seine Buddel nimmt und sie einfach ins Wasser schmeißt, im Glauben, das sei ja alles so unglaublich groß und das Weltmeer könnte es schlucken. Das ist eben nicht der Fall. Es kommt an wie in einem Sieb immer im Spülsaum. Und wir haben uns dann damit auseinanderzusetzen, und wir bekommen den Vorwurf, wie dreckig es doch sei. Aber, sagt er, das ist ja nur der sichtbare Teil. Viel dramatischer sind die Abfälle, die unser Auge gar nicht erfasst. Und täglich kommen neue Schreckensmeldungen. Da muss ich zugeben, dass von Mal zu Mal
durch das Aufnehmen von Nachrichten und durch die Kenntnis, ja, man wirklich pessimistischer wird. Und es ja im Grunde auch dazu führt, dass schon Freude an den Dingen, wie sie draußen ablaufen, so wie ich das früher als kleiner Junge gesehen habe, wie es unheimlich spannend war, einen Specht zu sehen, wenn er im Herbst hier vorbeikam und er seine Spechtschmiede machte und wie er seinen Zapfen holt und wie er den wieder austauscht und das leer pflückt. Dass, wenn ich heute das sehe, ich die Dinge immer schon sehr wehmütig sehe. Und das ist eigentlich meine Erfahrung, dass ich alle diese Dinge, die ich betrachte, ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt einfach ein Problem des Älterwerdens ist, aber ich glaube einfach, das läuft auch so ein bisschen über den Intellekt, dass man sie, ja, ich kann nur sagen, wehmütig sieht. Man kriegt schon Heimweh nach diesen Dingen aus der Erkenntnis, dass man sie verlieren wird. Am meisten würde er daran verzweifeln, sagt er, dass uns allen nicht mehr viel Zeit bliebe, eine Umkehr zu versuchen. Er selbst habe sich ein Verhalten angeeignet wie das Tier in der Katastrophe, sagt er. Weiter das zu tun, was man einmal gelernt hat. Und das bedeutet bei ihm, für das Lebensrecht einer jeden Kreatur zu kämpfen, solange es noch geht. Bei unserer letzten Ausfahrt zählen wir noch 21 Robben. Das würde nichts besagen, meint Uli Bauer. Viele Tiere zögen im Winter in die offene See hinaus. Inzwischen haben die europäischen Umweltminister wieder einmal beschlossen, die Schadstoffeinleitung in die Nordsee zu reduzieren. Nur wann man damit anfangen will, darauf konnten die Minister sich nicht einigen. Politik allein wird die Nordsee ohnehin nicht mehr retten.